Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Der Retro Club geht weiter. Das große Simpsons Videogame Special im Gedenken an Norbert Gastel, den deutschen Homer Simpson Sprecher, der leider vergangenes Wochenende verstorben ist. Wir haben schon einiges an Spielen uns angeschaut. Gerade auch noch ein schönes Top 5 Special in Richtung vergleichender Werbung gehabt. Vor der Werbung habe ich euch aber versprochen, dass wir uns das schlechteste aller Simpsons Spiele angucken werden. Road Rage kriege ich leider jetzt auf die Schnelle nicht wieder gewuppt, aber ich werde versuchen, das irgendwann noch mal in Ruhe nachzurechnen, damit wir uns das auch mal angucken können. Aber ihr könnt gerne in den Chat schon mal reinschreiben, was ihr denn denkt, was das schlechteste aller Simpsons-Spiele ist. Das mich hat damals im Strahle würgen und kotzen lassen. Ich kann dann gleich mal schauen, dass ich es für euch dann zeige und präsentiere, dass die Regie das einmal für mich so einrichtet. Aber es hat mit einer gewissen Sportart zu tun, dieses Simpsons-Spiel. Einer etwas kreativeren Sportart, die man sich angucken kann. Es war für die PlayStation 1. Und ich sehe, einige Leute wissen schon. Da, es ist das Spiel mit den großen Affen. Das große Affen-Game. Do not remove the memory card. Ihr seht schon Simpsons-Buchstaben. Es ist The Simpsons Wrestling. Man hat sich gedacht, klar, wir können alles mit den Simpsons anstellen. Und verdammt, es geht natürlich die Steuerung nicht, das ist natürlich klasse. Geh mal kurz zurück, Regie, dann kann ich das mal hier gucken, dass ich es hier einrichte, aber die Steuerung sollte eigentlich gehen. Geht sie? Mal gucken. Ah, jetzt funktioniert sie, alles klar, wir können wieder zurück. Haben mich schon gewundert, es hat vorhin doch funktioniert. Gegenüber dem Ganzen. The Simpsons Wrestling. Sag alles, was wir da machen. Wir machen mal ein Practice Game. Man kann auch natürlich ein Turnier machen, um dann was zu gewinnen. Ich habe hier eine Multitüde an Simpsons Charakteren, inklusive einiger freispielbarer Charaktere. Natürlich, wir haben hier Homer, Bart, Willi in der Muskelausgabe, dass er so richtig die Leute wegzimmern kann. Apu, ich werde einmal mit Homer spielen, ja, wenn wir eh schon die Norbert Gastel Special Sendung hier haben. Bis jetzt noch alles gut. Bis jetzt noch alles lustig. Stellt euch vor, ihr habt euch das hier zu Weihnachten gewünscht. Oder gesagt, ey, mein Junge hat Mama gesagt, dir gefallen die Simpsons so gerne. Schaut's dir an. Die Simpsons gefallen euch so gerne. Dann holen wir dir ein Wrestling-Spiel auf der PlayStation 1. Das Beste ist fast schon das Publikum da hinten, das alles so guckt. Ich möchte überall sein, nur nicht hier. So, ich kann hier herumlaufen. Ich kann Donuts essen, wenn ich will. Ich kann springen. Und ich kann auf Krusty drauftreten. Zack, 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 draufhauen. Ich muss ein bisschen eigentlich mit meinen Schlägen warten, weil dann baut sich diese komische Leiste da unten auf und da kann ich stärkere Attacken machen. Wie zum Beispiel, scheiße, ich hätte die Donuts nicht so lange essen sollen. Sag mal, hau mich mal nicht hier kaputt. Ziel ist es natürlich, okay, ich springe auf dich rauf, Krusty. So, so, so. Zack, 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 zack. Auch wenn ich eigentlich Popcorn, das nehme ich mit, aufbauen sollte. Und ja, man muss Sachen aufsammeln, die hier drin sind. Buchstaben dazu nehmen. Und nochmal drauftreten. Wisst ihr, was das Allerschlimmste an diesem Spiel ist? Also das Allerschlimmste von allen. Nicht nur, dass es absoluter Käse ist, wie sie spielt und steuert und ausschaut. Ihr seht, es schaut nach einer ganzen Menge Spaß aus. Nein. Wenn man einen Kampf beenden will im Wrestling. Und jetzt habe ich ihn gerade nochmal kaputt getauntet sozusagen. Wenn man jemanden pinnen will. Der Pin ist sozusagen das, was das Wrestling-Match beendet. Man legt jemanden auf seine Schultern. Und dann legt man sich oben drauf hin. Und setzt sich dann drauf, quasi, um ihn zu pinnen. Und warte mal, ich habe ihn jetzt kaputt gehauen. Wo ist der Pin?
Kommt da nicht noch eine Taste? Da! Two, three. So. Was hat daran nicht gestimmt? Was hat daran nicht gestimmt? Krusty lag auf dem fucking Bauch. Das ist das genaue Gegenteil. Ein Pin funktioniert nur jemand, dass man jemanden mit seinen Schultern 1, 2, 3 auf dem Boden für 3 Sekunden halten kann. Dann bedeutet das, dass man dieses Match dominiert und gewonnen hat. Aber er legt sich hier auf den Bauch. Das komplette Gegenteil. Das Dümmste, was man machen kann. Und Homer, nicht, dass er noch selber zählt, ist mir vollkommen egal. Aber dass Krusty auf dem Bauch liegt. So diesen essentiellen Fehler kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Gerade das. Das macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Für mich eindeutig. Trotz der ganzen Versus the World und Space Mutants und Bart's Nightmare und Virtual Summer, was macht? Ist das denn abgeschnitten, das Fenster, meins, dass ihr wieder auf Vollbild macht? Ich drehe euch drüber auf den Controller. Ja, das mache ich hier gerade. Nicht, wonach es ausschaut. So, jetzt lass mich dich mal hier nochmal wegzimmern. In your face, loser. So. Komm, Krusty. Wusst ihr übrigens, dass ursprünglich war ja mal gedacht. So, und jetzt nochmal. One, two, three. Ursprünglich war mal gedacht, dass Krusty und Homer die gleiche Figur sind. Dass Homer Simpson sozusagen der normale Job oder das normale Sein und Wesen. Mama, kann ich hier wieder raus? So kann ich wieder raus, wenn ich mal hier das einmal anstelle. Ich nehme mal Bürgermeister schon, nehme ich mal Willi hier. Ursprünglich war gedacht, dass eben Krusty soll der große Held von Bart sein, aber stellt sich dann heraus, dass Krusty tatsächlich Homer ist. No? Und dadurch, was? Mein Vater war der Held? Schon die ganze Zeit? Aber das haben sie relativ schnell geändert. Also das war auch, glaube ich, schon als die richtigen Sims gestartet haben. Inklusive Muskelwilli hier. Komm, zeig uns den Muskelwilli hier. Jetzt sehen wir Barney nur. Speck-Barney gegen Muskelwilli. Der seine Hake hat. Und Barney, so zackedi-zack mit der Hake. Alter, der zimmert ja ordentlich. Ah, und guck mal, Willi hat sogar, und er schmeißt mehrere Haken und Gartenscheren. Der geht ja ziemlich ab. Der ist ja voll overpowered oder was hier. Hier, Barney, das hast du davon, von deinem Alkoholikalismus. Ich zimmer und zimmer dich. Immerhin beeindruckend, dass es zu der damaligen Zeit auf PlayStation 1 Cell-Shading-Grafik gab. Das gab's ja nicht so oft. Dass es aber sowas wie das hier sein muss. Komm, jetzt zimmer mir weg. Ja, komm, komm. Und jetzt einmal sich drüber lust. Oh, hat mich nochmal umgeschmissen. Macht nichts. Ich hau dich so weg. Selbst eine Rülpswolke wird mir nichts. Dann machen. So, ich hoffe, wir haben den gleich. So. Sissy Boots. Da. Ich habe mir die anonymen Alkoholiker ein bisschen weniger militant vorgestellt als das hier. So, jetzt rauf. Und auch genau. Genau das Gleiche. Besser als jedes SmackDown vs. Raw, sagt der Chat. Naja, bei den aktuellen weiß man ja nicht. Aber ja, das ist ein Blick drauf gewesen. Wir werden gleich, wenn diese Runde hier vorbei ist, uns noch eine letzte Matz anschauen aus Simpsons The Game, die auch tatsächlich noch Retro-Bezug und Simpsons-Bezug und alles drum und dran hat und einen Gastauftritt eines ganz besonderen Entwicklers hat, nämlich Ich bin Will Wright, ihr Penner. Zitat aus dieser Matz, die wir dann sehen werden aus Simpsons The Game. Und damit werden wir dann das heutige Simpsons-Special beenden. Ich würde euch empfehlen, dann in den nächsten Wochen bis Ende des Jahres auch noch weiter zuzuschauen. Wir haben nicht nur normale Retro-Club-Sendung hier, sondern
Ich werde natürlich auch noch den kommenden Future Club aus einer alten Kiste graben. Ich habe nämlich eine alte Folge entdeckt aus dem Jahr 85, die ihr potenziell über die Weihnachtstage sehen könnt und was da für Action geplant ist. Das wisst ihr nicht. Und ich habe tatsächlich auch ein Weihnachtsspecial in Arbeit. Das ist was, was ich bis dato privat gemacht habe. Ich habe an den 7 Tagen vor Weihnachten 7 Spiele vorgestellt, die es total wert wären, an Weihnachten gezockt zu werden. So eine Art ja, Weihnachts-Adventskalender, weil Weihnachts-Gaming-Zeit ist die wertvollste Zeit des Jahres, weil da hat man wirklich mal Zeit, sich in ein Game zu investieren. Das habe ich in den letzten 3 Jahren gemacht, das in Videoform, so kleine Reviewform vorgestellt. Und das wird es im besten Fall in den 7 Tagen vor Weihnachten auch hier bei Rocket Beans TV geben. Da könnt ihr mal überrascht sein, welche Spiele da gezeigt werden und was für Tipps ich euch geben kann als so spezielles Retro Club Special. So, und jetzt legen wir uns einmal drauf. Und natürlich nicht die ganzen anderen Sachen. Dann vergessen, die dazukommen. Also, es gibt jede Menge Zeug, es gibt jede Menge Holz und mit, nein, das Spiel will ich nicht speichern, das Spiel will ich nie wieder sehen, weil damit habe ich alles an Simpsons Wrestling abgegolten, was wir hier haben wollen. Wie schon erwähnt, vieles cooles Zeug, was jetzt schaltet morgen ein. Ich glaube, 15 bis 17 Uhr wird es laufen. Dr. Love ist wieder zurück. Mit Schulip wird es da weitergehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag hier auf Rocket Beans TV. Kino Plus wird gleich da sein. Da wird ganz groß und exklusiv unter anderem über Batman, Dawn of Justice geredet. Ich habe Infos aus erster Hand. Ich war nämlich auch mit dabei. Und nachher wird es noch eine Session Zombie geben im After Dark. Also das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Hier ist die letzte Matz. Ja, und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Der letzte Blick aus Simpsons The Game. Ich bedanke mich bei euch und nochmal ein großes Danke für all die Jahre, die Norbert Gastel investiert hat, weil er war ein großer Teil meiner Kindheit und auch heute noch habe ich den Großteil der Sprüche quasi abgespeichert, den er gemacht hat. Deshalb werden meine letzten Worte sein und danach macht ihr die Mats an. Werte Regie, Murphy, du bist ein Gnom, unkontrollierbar, finde ich. Ah, mein Gott, ein echter Nerd! Ganz recht. Der nervigste Nerd der Computerwelt. Dad, das ist Will Wright, der Erfinder von SimCity und den Sims. Vergiss nicht meinen größten Flop, Sim Sandwich. Dieser Fehlschlag hat mich verrückt gemacht. Verrückt. Deshalb bin ich jetzt hier und kümmere mich um veraltete Videospiele, die niemand mehr spielt. Videospiele müssen einfach aktuell sein. Und die alten sollte man lieber vergessen. Kommen euch diese Typen irgendwie bekannt vor? Wow, wir sehen so pixelig aus. Und sind echt schlecht gerendert. Wer davon soll denn ich sein? Zerstören Sie sie nicht. Vielleicht sind sie veraltet, aber sie sind immer noch am Leben. Wenn er uns zerstört, werden wir nie vom Krusty Island wegkommen. Ich bin Marge. Das können Sie nicht tun. Klar kann ich das. Ich bin Will Wright, du Penner. Wenn es bald ein neues, besseres Simpsons-Spiel als eures gibt, dann werde ich euch auch noch vernichten. Halt ihn auf, Homer! Nerd!